Willkommen zurück zu einem neuen Part von Ghost Pirates of Wuju Island. Wir sind am Ende der letzten Folge hier beim Leviathan gelandet und wir können uns noch ein wenig weiter umschauen. Mir sind nämlich so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die wir noch überprüfen sollten. Und zwar, das erste beginnt im nächsten Bild, sobald es geladen hat. Und zwar gibt es hier eine Kanalisation. Die können wir uns ja mal anschauen. Ein stabiles Gitter, das in die Kanalisation führt. Der Hafen von Mary Kay, das ist ein bisschen uninteressant, können wir uns aber gleich trotzdem angucken. Oh, wir können vielleicht sogar in die Kanalisation gehen. Dafür brauche ich einen guten Grund. Aber wir haben scheinbar keinen oder vielleicht noch keinen. Der Hafen Mary Kay. Er wird bald voll mit toten und brennenden Schiffen sein, wenn ich Greenbeard nicht aufhalte. Das hebe ich ganz bestimmt nicht hoch. Ja, hochheben ist auch schlecht. Und dann ist mir aufgefallen, bei dem Fischerboot, da kann man es stehlen. Oder vielleicht etwas davon stehlen. Das machen wir. Ein Seil wäre nicht schlecht, aber der Rest ist nutzlos. Okay, das Seil haben wir dann schon mal. Ja, und sonst kam mir noch die Idee, dass wir vielleicht nochmal zur Kneipe gehen und vielleicht nochmal mit seinem Vater und seiner Schwester sprechen. Vielleicht haben die ja irgendwelche Ideen, bezüglich des Rums insbesondere. Okay, fangen wir mal mit der Kleinen an. Da unten sprechen. Ah, tatsächlich. Oder... so ähnlich. Zumindest gibt's was Neues. Weißt du, wer Ned Shakeshaft ist? Der Gärtner, der eine Affäre mit Muriel hat? Ah ja. Das hier ist eine Insel. Hier kann man keine Geheimnisse haben. Ich habe gesehen, wie sie sich am hinteren Tor der Villa geküsst haben. Wo ist er jetzt? Der Gouverneur hat gedroht, ihn umzubringen. Er hat die Insel letzte Nacht verlassen. Verdammt. Er hätte nützlich für uns sein können. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Danke, Rosie. Okay, und was sagt Papa? Ja. Hier muss irgendwo rum sein. Die Insel ist trocken, Junge. Rum in den Gruften? Er ist abgelaufen. In der Statue von Gouverneur Derek ist kein Rum? Er hat ihn gefunden. Gibt es noch Rum im Schweinestall? Sie haben ihn getrunken, die Schweine. Gibt es noch Rum auf dem Plumpsklo? Den hab ich getrunken. Lecker, lecker. Deine Kunden sagen, dass du auf eine Lieferung wartest. Ich hab 30 Fässer bei Bilge Redback und Swillbottom Bob bestellt. Die sprechen mit so einem komischen Piratenakzent, dass ich sie kaum verstehen konnte. Ich musste sogar mein Wörterbuch rausholen. Sie sprechen wie Piraten? Ei. Wenn ich nicht auch so mit Ihnen gesprochen hätte, hätten Sie mich gar nicht verstanden. Wo ist denn jetzt der Rum? Weiß keiner. Sie haben angefangen, sich zu prügeln. Swillbottom ist auf Redback losgegangen. Die Küstenwache hat die Schüsse gehört und sie gefangen genommen. Jetzt sitzen sie im Kerker. Oh, für so einen Kram habe ich jetzt keine Zeit. Wo ist der Kerker, in dem Bilgey und Swillbottom sitzen? Bevor ich dir das verrate, musst du erstmal diese 10 Fässer verschieben. Vati! Der Gouverneur hat irgendwo unterhalb der Stadt ein geheimes Gefängnis bauen lassen. Finden musst du es allerdings selber. Ich hab da aber schon eine Idee. Muss die Insel retten! Tschüss, Papi. Haben wir nicht jetzt einen triftigen Grund, in die Kanalisation zu gehen? Das geheime Untergrundgefängnis. Vielleicht ist es in der Kanalisation. Um dort durchzukommen, muss ich ein Geist sein. Einfach mal auf den Boden legen. Ich hätte mich ja irgendwo hingesetzt, auf eine Bank oder so. Aber naja. Sieht auch nicht schlecht aus. Oh,
Okay, was haben wir denn hier? Und warum pfeift der so komisch? So. Schnitzerei. In sowas stecken Katzen ihre gefangenen Vögel. Es gab wohl ein paar Aasgeier, die für Gerechtigkeit gesorgt haben. Ah, ja. Nein, ich würde es nur zerbrechen, kräftig wie ich bin. Okay. Was stand da? Nichts. Abwasser? Ich bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt Wasser nennen kann. So dick und schimmelig wie das ist. Das riecht nach Achselschweiß und verrotteten Füßen. Na, zum Glück ist er ein Geist. Ich hab es fast. Jetzt bloß nicht aufgeben. Okay, dieser Hund sieht doch irgendwie cool aus. Oh, er ist unglücklich. Dann ist er nicht cool. Ein Hund mit Holzbeinen. Er hat Metallfeilen im Maul und eine Nachricht an seinem Halsband. Mal sehen, was für eine Nachricht in seinem Halsband steckt. Jetzt verstehe ich, warum der Hund unglücklich ist. In der Nachricht heißt es, Redback konnte den Schlüssel nicht finden, aber ich schicke dir Roy mit ein paar nützlichen Werkzeugen. Mit den Pfeilen kannst du entkommen. Dann können wir Swillbottom überfallen und das Geld aus dem Rumpfverkauf teilen. Komm her, du räudiger Köter. Redback ist schon längst tot. Es war ein Unfall. Das alte Mauerwerk ist einfach auf ihn drauf. Gib mir jetzt die Pfeilen. Er war dein Herrchen, weiß ich doch, du Köter. Aber er war mein bester Kumpel, dein alter Herr. Redback. Und jetzt rück das Werkzeug raus, du räudige Flohkiste. Na, dem würde ich auch nichts geben wollen. Roy, gib mir die Pfeilen. Okay. Er hat die Pfeilen ziemlich gut im Biss. Ich schaffe es nicht, sie ihm aus dem Maul zu klauen. Hündchen, mach's Maul auf. Sagst du auch Hündchen, was anderes? Hündchen, nee. Mach's Maul auf. So, was haben wir denn noch? Stand da noch was anderes? Da, noch eine Schnitzerei. Die habe ich gar nicht gesehen. In sowas stecken die Vögel kriminelle Katzen. Die Tiere auf Mary Kay haben ihr eigenes Rechtssystem. Ah ja. Das ist ein spezielles Gefängnis für Melancholiker. Wer braucht sowas schon? Die Welt ist doch traurig genug. Na gut, vielleicht können wir diesen toten Schmuggler besessen machen, wie auch immer. Auf jeden Fall in ihn hineinfahren und den Hund dann rufen. Das wäre ja eigentlich eine ganz coole Möglichkeit. Ob das klappt, ist was anderes. Was schon da noch? Ach, der unglückliche Hund, der geht bis hierhin, Leute. Okay, schauen wir uns ihn mal an. Das ist Bill Gay Redback, der Schwarzhändler, der meinem Dad noch 30 Fässer rumschuldet. Sein Kopf steckt zwischen dem Mauerwerk fest. Keine Chance. Den fasse ich nicht an. Denk nicht mal drüber nach. Vergiss es, Blödsack. Voll fies. Okay. Ich heb ja schon diesen widerlichen, stinkenden, faulenden Körper hoch. Oh, doch. Okay, vielleicht kann man das tatsächlich machen. Oder aber wir können ihn mal Papa Doc zeigen. Es ist, was es zu sein scheint. Wow, keine Ahnung. Na gut, dann nehmen wir diesen Kopf und zeigen ihn ihm. Ei. Hey, komm her. Genau so. Jetzt lass es fallen. Geh nach Hause. Schon ein Heilige wenig Mutter skurril. Gottes, er lebt. Nach all dem. Tut mir leid, Kumpel. Ich wollte dich nicht töten. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich dich nie wieder hintergehen. Ich nicht. Aha. Okay.
Schauen wir uns ihn mal an. Das ist Swillbottom Bob, einer der Schmuggler. Er hat Bill Gay aus der anderen Zelle umgebracht. Er ist verrückt geworden. Irgendjemand glotzt mich an. Aber die könnten mit dem Pfeifen jetzt aufhören, der Hund ist weg. Er ist voll mit Läusen. Na gut, den würde ich dann auch nicht anfassen. Er kann mich nicht hören, aber er weiß als einziger, wo der Rum ist. Weiß nicht, befreien wir ihn? Weiß ja immer noch, wie man mit den Pfeilen umgeht und muss man sie nochmal auf Jane anwenden. Wenn er jetzt die Pfeilen bekommt, wird er einfach weglaufen. Na gut, dann schauen wir uns mal um, was es hier noch so gibt. Stand da noch was? Gitterstäbe, machen wir die dann vielleicht mal auf? Swillbottom sollte lieber dankbar sein, wenn sein untoter Kumpel Redback sie hier herausholt. Sonst muss ich ihn wohl ein wenig Wuju spüren lassen. Das dauert wohl eine Weile. Na doch, er macht's. Kann weitergehen. Oh nein, was willst du? Ich schwöre bei der Ehre meiner Mutter, ich mache es wieder gut, dass ich dich umgebracht habe. Perfekt. Können wir jetzt mit dem reden? Ich muss den Alkohol finden. Ach hey, was haben wir denn da? Wir können Bilderrätsel machen, aber ich weiß ja nicht, wofür was steht. Also. Bestellung? Diebstahl? Verwirrt? Gefunden? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich weiß nicht, ob der Ton kaputt ist, aber da ist ja jetzt echt gar keine Synchronisation. Ah, langsam kapiere ich. Ach so, das soll Charade sein. Ah, okay. Also, ich möchte wissen, wo ist der Rum? Damit wir ihn trinken können. Oder aber damit wir reich werden. Aber das sind verschiedene Reichtümer, deshalb nehmen wir wieder das. Ei, wir brauchen Rum. Gibt es hier nicht auch diese dicken Hunde mit dem Rum um den Hals? Oder braucht man dafür Schnee? Oh, Bernardina, die sind so cool. Okay, irgendwas war falsch. Aber ich weiß nicht welches. Aber ich glaube, das Fragezeichen war ganz gut. Okay. Das hier fand ich eigentlich auch von Anfang an super. Was denn hiermit? Ei, wo bleibt unser Rum? Ich habe unsere Bestellung schon vor einer Stunde bei dieser Landpomeranze aufgegeben. Okay, das war's scheinbar doch nicht. Versuchen wir es vielleicht doch nochmal hiermit? Dann nehmen wir mal die lustigen Leute und den Trinkenden. Ich habe nichts verstanden. Verflucht. Na gut, versuchen wir es nochmal. Also, du, was ist denn hiermit? Und das hier wieder.
Ich verstehe nämlich echt den Sinn der Aufgabe nicht. Am Ende wird er uns sagen, wo der Rum ist, aber nach welchem Schema ich das anklicken muss, keine Ahnung. Dein Rum? Das ist unser Rum, Alter. Der liegt sicher im Versteck. Keine Sorge. Okay, wo ist das Versteck? Aha, da war irgendwas richtig gelaufen. Hey, sag mir doch mal... Bitte? Was könnten wir denn noch? Ja klar, auf der Karte kann das uns zeigen, wo das Versteck ist. Diese Hütte ist mir so nicht wirklich sympathisch. Das hier, komm. Jetzt verstehe ich dich. Ich werde die Koordinaten unseres geheimen Verstecks nicht preisgeben. Der Rum gehört allein mir. Ei, was willst du dagegen machen? Ich sollte dieser mistigen Made mal ein bisschen Angst einjagen. Hat er nicht schon Angst? Okay, womit könnten wir ihm Angst machen? Das ist eine Kanone. Das ist ein dicker Mann. Eine Explosion macht jedem Angst. Und die Oma ist ja cool. Eine Explosion, bei der die Oma ihm Ärger gibt. Aber ich glaube ernsthaft, dass die Oma da was mit zu tun hat. Sie hochjagen? Du kennst sie, seit du 7 warst. Das ist doch Schwachsinn. Okay, aber die Idee mit der Oma ist gar nicht so schlecht, finde ich. Vielleicht können wir sie ja abmessern. So, Oma. Meine Mutter aufschneiden? Wie kannst du so etwas nur sagen? Ich bin doch hier der Irre. Du bist einfach nur tot. Okay, das war's doch nicht. Oh, ich habe da tatsächlich eine Idee. Wir machen einen Deine-Mutter-Witz. Hier, das ist doch sowas Fluchendes. Und wenn das seine Mutter ist und nicht die Oma, könnte das ein Deine-Mutter-Witz sein. Ich bleib auf der Oma beharren. Ich will, dass es was mit der Oma zu tun hat. Mit meiner Mutter sprechen? Nein, das würdest du nicht wagen. Das würde ihr das Herz brechen. Okay, ich verrate es dir. Der Rum liegt unter der alten Schrotmühle, drüben am Wasserfall. Ich sagte doch, es hat auf jeden Fall was mit der Oma zu tun. Jetzt bin ich glücklich. Das Feuer setzt gleich den Rum in Brand. Ich muss es löschen. Aber wie? Diese und weitere Fragen werden wir in der nächsten Folge lösen. Bis dann!